Wir machen heute wieder zusammen Sport, Nadine ist wieder dabei und heute machen wir ein Bodyworkout mit Wirbelsäulengymnastik, so ein Mix aus beiden. Dazu haben wir so kleine Flaschen gefüllt mit Sand, nicht ganz so voll, damit sich der Sand auch bewegt. Ja? Das sind dann so ungefähr 500 Gramm. Gut, aber erst nochmal weg und warm up. So, kreist mal eure Schulter. Ganz ein und aus. Gut. Und wir gehen mal zur Seite. Nehmen den Arm mit. Wechsel schön. Kopfhöhe maximal noch. Und nehmen mal die Füße nach hinten. Machen die Arme mal lang. Und zur Seite, jetzt schauen wir die Beine ein bisschen mehr öffnen. Gut. Und wir gehen nach vorne und jetzt ziehen wir mal das Band. Ziehen, ziehen, ziehen. Vorne die Finger strecken, hinten an die Faust. Dreht euch mal so ein bisschen mehr. Und jetzt gehen wir wieder zur Seite, die Beine wieder öffnen und drücken mal die Wand weg. Ne, Finger schön strecken, nach oben und drehen. Wandern ein bisschen tiefer, schon mal Richtung Boden, im Wechsel. Der andere Ellbogen geht hoch. Geh ein bisschen tiefer, schiebt das Gesäß noch mehr nach hinten und der andere Arm jetzt gestreckt nach hinten. Ja? Wechsel, wechsel. Und wer will, darf schon mal zum Boden gehen. Ja? Müsst ihr nicht so tief. Wichtig ist, dass ihr den Rücken gestreckt haltet. Zwei, drei.
einmal. Und dann bleiben wir nochmal beim Knee Lift. Jetzt. Yes. Und Knee. Sehr gut. 7, 6, 5. Noch 4, 3, 2. Sehr schön. Und wieder lockern. Und wir nehmen mal unsere Schulter. Ganz schön in Bewegung. Ruhig mit. Marschieren. Vor und zurück. Vor und zurück. Schauen wir den ganzen Rücken. Den ganzen Rücken ein, um wieder rund zu werden und in die Überstreckung. Sehr schön. Okay, gut. Und wieder lockern. So, wir holen uns jetzt unsere kleinen Gewichte, ja, und machen mit den kleinen Gewichten weiter. Sehr gut. So, wir haben unsere Gewichte. Kreisen erstmal unsere Schulter. Schultern ganz, ganz tief. Fangen mit den Armen an, einfach mal Seite, Seite. Ja? Verlagern wir unser Gewicht um unser rechtes Bein, nehmen linkses Bein mit auf und ab. Hoch, tief. Und jetzt gehen wir hoch nach vorne, nach hinten, antippen. Vorne nicht, in der Luft lassen, schön weit zur Seite, überkreuzen. Und jetzt beim nächsten Mal, Achtung, machen wir einen Knicks und die Hände, schau mal, zusammen, runtergehen, zack. Schön tief über Kreuz. Yeah.
wieder eure Gewichte. Die brauchen wir jetzt nochmal fürs andere Bein. Okay? Dann kommt das linke, das rechte Bein. So, aber wir fangen wieder mit den Armen an. Erstmal Seite. Wir lagern jetzt das Gewicht auf unser linkes Bein und heben rechts auf, ab. Genau. Gerade stehen. Und nach vorne und nach hinten antippen. Erstmal nur. Ja? Tappen. Ups. Beim nächsten Mal. Ja? Und dann hoch. Und richtig. Ja, die Hände, die Gewichte vor die Brust und wieder runtergehen. Okay, beim nächsten Mal hoch und bleiben. Schulter wieder zurück, tief, gerade stehen. Dass ihr das Bein auch ein bisschen spürt, das ist das rechte, nicht nur das linke, ne? Das Standbein. 7, 6, 5, 4, 3. Und wieder. Zweite Runde. 4, 3, 2. Wir fangen schon mal an. Geht ruhig ein bisschen tiefer. Genau. Nach hinten schieben. Und wir machen das mal ein bisschen schneller.
Jetzt immer noch im Wechsel die Arme. So, und wieder langsam, beide Arme jetzt allerdings. Langsam. Was wir folgen das? Wir shaken. Es geht einmal, einmal. Oben und unten. Genau. Und wir gehen nach unten. Shaken, allerdings jetzt im Wechsel. Das manche von dem, was ihr kennt, ja? Der Nacken ist lang, der Rücken ist immer noch lang. Ja, ihr belastet die Fersen. Atmet gleichmäßig. Okay. Und wir gehen mal kurz nach oben. Schulter zurück. Und gehen wieder runter. Genau wie eben. Nochmal runter. So, und jetzt lassen wir die Arme lang. Erstmal beide. Richtig lang. Und wir bewegen jetzt nur den linken Arm zur Seite und wieder zur Mitte. Ja, und den rechten Seite. Ohne, dass wir die Beine mitbewegen. Ja, nur den Oberkörper. Zieht den Bauch schön ein. Und Seite. Ein bisschen schneller. Und Seite vor. Sehr gut. Ein letztes Mal in die Mitte und nach oben gehen und lockern. Gut. So, jetzt kommt wieder unser linkes Bein nach oben, genau wie vorhin auch. Wir beginnen hier. Guck, dass ihr schön gerade steht und nehmt die Arme wieder zur Seite. Okay? So, und jetzt drehen wir uns einmal nach links. Ja? Gehen wieder in die Mitte und machen einen Lunge, geht tief. Und geht nach oben und wieder drehen. Okay, erstmal nur die Bewegung. Schön auf das vordere Knie achten beim Lunge, dass wir das über dem Sprunggelenk lassen. Wir lassen auch hier mehr die Fersen. Okay. Und runter, hoch. Gibt es hier eine Variante, ich zeige sie, die ist nur freiwillig. Eins, zwei, drei, hoch, drehen. Okay? Und nur wer möchte. Zwei, drei, hoch, drehen. Genau. Und eins, zwei, drei. Schön stabilisieren, oben das wackelt. Ne? Und eins, zwei, drei. Ups. Nochmal. Letztes Mal. Wir gehen wieder nach unten und bleiben jetzt unten. Und gehen tief. Hoch. Tief. Hoch. Ja. Guck, dass die Füße schön nach vorne zeigen. Okay. Und lass die Arme hier. Tief, tief. Und jetzt Achtung, nach rechts drehen, beim Runtergehen. Nur noch so eine ganz kleine Drehung machen. Genau. Sehr gut. Und die letzten vier. Einmal noch. Okay, jetzt. Gehen wir runter, Nadine kann ruhig so bleiben. Legt die Gewichte ab und wir kommen in den Plank. Okay, Achtung, im Wechsel. Rechtes Knie zum rechten Ellbogen und wieder zurück, linkes Knie zum linken Ellbogen. Und wieder zurück und noch rechts und links. So, zweimal schneller. Jetzt, eins, zwei. Langsam. Ganz schön langsam, gell?
Eins, schnell, nochmal schnell und langsam. Ja, und die schnellere Variante nur, ohne Pause. Okay? Und noch zwei schnelle. Schnell, schnell, langsam. Und schnell, schnell, langsam und nur ganz schnell. Acht, sieben, sechs, fünf, gleich geschafft. Vier, drei, zwei. Okay, einmal noch jede Seite. Und wir wandern. Langsam hoch, hoch, nehmt die Handeln. Besser gesagt, die Gewichte mit und rollt euch mal ganz langsam nach oben. Gut. Und marschieren. Sehr schön. Machen wir gleich mal die andere Seite, ja? Wir nehmen jetzt unseren rechten Fuß nach oben. Schön wieder aufrichten. Und die Arme gehen zur Seite. Okay? Und wir drehen uns. Und wir gehen tief. Und wieder hoch. Und drehen. Okay? Und Lunge. Tief gehen. Achtet wieder auf das vordere Knie. Beim Runtergehen, dass das über dem Sprunggelenk bleibt. Und lasst die Ferse. Einmal. Dann nur wer möchte, ja, darf wieder die Sprünge machen. Okay? Und jetzt. Eins, zwei, drei, hoch. Drehen. Ja? Und eins, zwei, drei, hoch. Drehen. Ups. Und tief, tief, hoch. Ups. Ihr könnt es bestimmt besser wie ich. Nicht so wackelig. Eins, zwei, drei. Sehr schön. Letztes Mal gehen wir jetzt nach unten und bleiben. Und gehen tief. Hoch. Arme zusammen. Ja? Und drehen uns jetzt beim Runtergehen nach links. Drehen. Hoch. Genau. Noch vier. Drei. Bleib mal unten, gerade Rücken. Sehr gut. Und machen das mal ganz schnell, also ein bisschen schneller jedenfalls. Genau, das muss nicht im Takt sein. Okay, oh, nochmal hoch. Dann die Gewichte wieder so. Und tief. Und tief. Wir halten die jetzt nur oben. Ja. Und jetzt machen wir im Wechsel Folgendes. Wir stellen jetzt mal rechts ab und jetzt links ab und wir heben rechts hoch.
Ja, im Wechsel. So, hebt ihr was auf. Siehst du schon jetzt schief. Hoch. Einmal hoch. Schön aufrichten mit dem geraden Rücken. Runtergehen. Und noch ein bisschen tiefer. Vier. Lass den Fuß noch mal hinten am Boden und noch mal die Arme seitlich. Hoch, tief, hoch. Na, verlagert euer Gewicht noch mehr nach vorne und hebt jetzt das Bein hinten. Lang nach oben. Lang. Hoch. Geht mal noch ein bisschen mehr vor in die Steinbeine. Mal oben. Und bewegen jetzt mal ganz schnell vor zurück als kleine Bewegung. Ja, genau. Dass sich der Sand bewegt. Bleibt in der Standlage. Gleichmäßig atmen. Habe ich geschafft? 7, 6, 5. Wir stellen den Fuß wieder hinten auf. Und gehen einmal kurz tief, nur einen. Bleiben unten. Ja? So, jetzt wandert die rechte Hand an den Oberschenkel. Und links heben wir einmal ab. Ja? Und kommen wieder zurück nach unten, bis die Gewichte sich berühren. Ja? Und dann wieder öffnen. Ups. Und runter. Es wackelt hier. Und umfedern ein bisschen. Und wieder runter. Und 1, 2, 3 und schief. Okay, oder 2. Und zack, zack. Und letztes Mal. Und wir gehen wieder nach oben. Füße wieder nebeneinander stellen. Bein ausschütteln. Das andere Bein gehen. Ja, das linke jetzt. Neigt euch vor, lasst hinten erst nochmal die Fußspitze am Boden, Schulter tief und nur die Arme. Bisschen schneller. Auf und ab. Gewicht wieder nach vorne und das Bein geht mit. Jetzt hoch, tief. Ein bisschen nach vorne. Good.
kommen wir erstmal wieder hoch. Gut, ein Schritt nach hinten. Und wir rollen uns abwärts, okay? Jetzt gehen wir Richtung Boden. Ganz langsam abwärts rollen, wie wir das kennen. Legt die Gewichte rechts und links auf den Boden. Und wir wandern nach vorne in das Brett. Bleiben wir erstmal kurz. Gut. Bauchnabel schön einziehen. Und einfach nur halten. Genau. Gar nichts sonst machen. Gleich ein bisschen atmen wieder. Ja, Rumpfspannung halten. Den Nacken lang lassen. Schritt näher ran, ja, dass die Hände unter den Schultergelenken sind und die Knie unter den Hüftgelenken. Ja. Gut, schön die Schulter hochdrücken. Bauchnabel einziehen, der rechte Arm geht nach vorne, das linke Bein nach hinten und wir gehen auf und ab. Ja, hoch, 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 schief. Drei hoch, yes. Eins. Zwei, drei und schief. Hoch. Okay, Achtung. Lass das Bein oben, Hand zurück und push up. Push up. Stopp. Und wieder. Eins, zwei, drei oben, Hand zurück und zwei push up. Na? Okay, und. Eins, zwei, und tief, tief und eins, zwei, drei und genau, alles gut? Man spürt mehr die linke Hand, gell? Linke Seite. Einmal noch. Okay. So, beide Beine lang. Und nochmal im Brett kurz halten. Schön stabilisieren. Und die Knie auf den Boden einmal kurz absetzen. Stabilisieren und abwärts geben, auf den Boden legen.
Arme nach vorne, runter die Stirn, die Hände. Die Handflächen Richtung Boden, beide. Ja? Genau. Den Nacken schön lang. Bauch mal tief einziehen. Und dann heben und senken wir einfach nur mal den Oberkörper. Die Hände kleben an der Stirn. Auf und ab. Okay? Und wir gehen. Hoch und tief. Wer möchte, darf die Beine abheben leicht. Dann wird es ein bisschen schwerer. Müsst ihr aber nicht. Okay? So, und jetzt gehen wir hoch, stopp. Gehen einmal nach rechts. Wie so ein Scheibenwischer nach links. Und wieder runter ganz kurz. Und nochmal. Hoch. Und dann nach rechts. Und dann nach links. Und einmal wieder kurz runter. So, und das Runtergehen lassen wir jetzt weg. Okay? Einmal hoch. Und rechts. Und links. Ja? Und rechts. Und schon zur Seite neigen. Knochen bleiben schön auf dem Boden. Sind ganz stabil unten. Machen wir uns nur mit dem Oberkörper nach rechts und links. Und einmal noch. Okay, in die Mitte gehen. Kurz ablegen. Arme lang. Beine lang. Im Wechsel. Rechte Arm, linkes Bein, linke Arm, rechtes Bein nach oben. Ja? Zieht mal den Bauch mal so schön ein. Und dann rechts. Und links. Lang. Einmal schaffen wir, oder? Einmal noch. Okay, und wir setzen uns wieder ab. Bring die Füße vor. Holen uns die Gewichte mal wieder. Na? Könnt ruhig beide nehmen. Ist ja nicht so schwer, schon zusammen. Genau. Gut. Und Schulterblätter zusammen. Wir gehen mal ein Stück nach hinten. Ja? Kind bleibt parallel zum Brustbein
Okay, jetzt heben wir die Füße und gehen rechts und links. Deutsche Gedanken, ja? Hin und her. Wenn es jetzt zu schwer wird, dann darf die Füße ablegen. Ja? Oder wer noch ein bisschen mehr möchte, zack, im Wechsel, streck. Geschafft. 7, 6, 5, 4, 3, 2, okay. Sehr schön. Einmal lockern. Füße auf die andere Seite. Gewichte wieder zur Seite auf. Und in den Unterarmstütz wieder. Guckt, dass der Ellbogen wieder unter der Schulter ist. Obere Bein ist lang. Und wir heben das Becken ab oder lassen es unten. Ja, wie ihr wollt. Achtung. 4, 3, 2, wir gehen wieder in Crunch und wieder hoch. Mal auf die Seite. In die Rücken. Legt euch erstmal an. Rutschen auf den Rücken. Oh, sehr gut. Wir haben die Gewichte. Und die bringen uns ganz leicht nach oben. Nehmt die Arme mal hoch. Füße sind aufgestellt. Den Bauch ziehen wir ein. Und dann rollen wir uns mal ohne Schwung einfach hoch. Die Arme gehen nach oben. Und wir rollen uns ab. Das ist viel leichter, die Arme gehen zurück und dann wieder hoch. Und wieder ab. Geh nach hinten, nach oben. Okay, und nächstes Mal dann wieder oben erstmal. Einmal hoch, die Arme dann nach vorne. Wir gehen ein Stück nach hinten. Ja? Schulterblätter auch zurück. Und jetzt geht der rechte Arm zur Seite. Und wieder vor. Und der linke. Drehen uns. Ja. Und nochmal. So ähnlich wie eben der Russian Twist. Und nochmal. Vielleicht wollt ihr die Füße ja wieder abheben. Und gleich geschafft. Einmal die Seite. Und oben. Sehr schön, wir legen uns langsam nach unten. Ja? Legt ein Gewicht weg, das reicht, wenn wir jetzt eins haben. Das nehmen wir mal so. Bring die Füße nach oben. Ja? Okay. Hebt den Oberkörper oder den Kopf an und bringt jetzt das Gewicht mit den Füßen zusammen und auseinander. Ja? Zusammen. Und wieder öffnen. Arme rück hinter. Die Beine. Sind entweder gebeugt oder gestreckt, wie ihr wollt, ja? Hebt das Becken oben richtig an. Okay, nochmal.
oder? Die letzte Übung. Seite und bewegen beide Knie nach rechts, den Kopf nach links und wandern auf die andere Seite ganz langsam. Und der Wechsel. Und dann wandern wir mit den Beinen nach rechts, den Kopf nach links, bleiben hier. Jetzt machen wir mal unser linkes Bein lang. Streckt das mal und versucht mal mit der Fußspitze zum Boden zu kommen, ohne dass wir das linke Schulterblatt abheben. Ja? Hinten, greifen ihn und bringen dann das gebeugte Bein nach hinten, schieben den Hüftknochen nach vorne. Und dann lasst den Fuß los, die Füße wieder übereinander. Dreht euch wieder auf den Rücken, öffnet die Arme. Und dann wandern die Knie nach links und wir drehen den Kopf nach rechts. Und jetzt machen wir unser rechtes Bein lang und versuchen auch hier mit der Fußspitze auf den Boden zu kommen, ohne dass wir das rechte Schulterblatt abheben. Ich drehe euch jetzt mal den Rücken zu, auf die andere Seite. Ja, ich kann mich drehen. So, und auch hier den Fuß greifen und schön nach hinten bringen, das Bein, den Hüftknochen nach vorne schieben. Die Dehnung auf der Oberschenkel vor der Seite spürt. Schließen, Bein beugen, einmal wieder die Knie greifen, die Knie
Bein zur Brust bringen. Jetzt dürft ihr hier nochmal ein bisschen kreisen, Beine ganz locker lassen. Auch mal die Richtung wechseln. Auf, genau. Langsam nach oben kommen und nochmal die Schulter kreisen. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.